Wir hatten heute im Deutschen Bundestag eine Expertenanhörung zum Thema Sperrung von Internetinhalten. Ganz konkret geht es um den ernsten Vorgang von Pornografie mit Kindern in Netzen. Aber was klar geworden ist, auch in verschiedenen Gutachten, die uns vorliegen, auch in der klaren Aussage der Experten, dieses Problem kann nicht mit Schnellschüssen gelöst werden, sondern man muss hier ein rechtsstaatliches Verfahren finden, das tatsächlich einmal tatsächlich mit dazu beitragen kann, Täter zu fangen und zum Zweiten verhindert, dass das Internet in beliebigen Stellen gesperrt wird gegen Inhalte und im Grunde genommen damit auch freie Kommunikation behindert wird, die über die Sperrung von kriminellen Inhalten hinausgeht. Das würde ja uns alle betreffen. Es wird ja gemutmaßt, dass die Performance bis auf 10% reduziert wird. Also richtig ist, von der Anlage des Internets her, wenn ich das Internet kontrollieren will auf Inhalte, muss ich natürlich all die Datenpakete, die durch die Telefonleitungen geschickt werden, an irgendeiner Stelle einzeln darauf angucken, ist hier ein krimineller Inhalt drin oder ein möglicher krimineller Inhalt drin, ja oder nein. Und das heißt natürlich auch, dass das Internet sich insgesamt verlangsamt oder möglicherweise sogar völlig in seine Funktion verliert. Nun funktioniert die Sperrung ja offensichtlich halbwegs in China. Sie funktioniert in China sogar relativ gut, allerdings unter der Voraussetzung, dass China eben die Möglichkeit hat, zentral alle Datenleitungen, die ins Land kommen, an einer Stelle zu erfassen. Wir müssten in Deutschland zunächst einmal, wenn man so will, alle Telefonleitungen ins Ausland kappen und zunächst einmal wie in China dafür sorgen, dass alles in einen zentralen Rechner läuft und in diesem zentralen Rechner, der natürlich eine gigantische Ausmaß hätte, dass dieser zentrale Rechner dann wirklich die Inhalte durchforstet, nach pornografischen Inhalten, nach Urheberrechtsverletzungen, nach Glücksspiel, was auch immer diejenigen, die sperren wollen, an Ideen haben, um zu sperren. Und in China wird dies natürlich ebenso wie im Iran Demokratie und Freiheit sein. So etwas bedarf ja der kompletten Umgestaltung des Netzes, also auch auf technische Art und Weise. Wie sieht es denn in Schweden aus? Schweden sperrt auch. Welche Erfahrungen kommen hier rüber nach Deutschland? Ich kenne jetzt die schwedischen Erfahrungen weniger. Ich kenne die norwegischen Erfahrungen. Ich habe mit norwegischen Polizisten mich unterhalten, die dann allerdings relativ kurze Zeit nach Gesprächsbeginn eingeräumt haben. Im Grunde genommen ist das, was sie in Norwegen tun, symbolisch. Natürlich wird jeder Kriminelle auch Umgehungstatbestände finden. Es geht in Norwegen nur darum, ein Stoppschild zu errichten. Vorsicht, ab jetzt bist du kriminell. Aber ich muss sagen, ein Krimineller wird sich von einem solchen Stoppschild nicht abhalten lassen. Und aus diesem Grunde halte ich das für, gelinde gesagt, weiße Salbe, aber keine Lösung des Problems, auch wenn die norwegischen Politiker und Polizisten zum Teil so tun. Herr Dorst, welches Fazit ziehen Sie jetzt aus der heutigen Anhörung? Mein Fazit ist eindeutig, Frau von der Leyen wird ihre Pläne mit einem beliebigen Vertrag zwischen wem auch immer, Internetinhalte zu sperren, nicht weiterkommen. Dazu bedarf es einer rechtlichen Grundlage und diese rechtliche Grundlage, ob man überhaupt in diesem Bereich angesichts der Probleme etwas tun kann und sinnvoll tun kann und auch dann tun will. Das muss geklärt werden, aber nicht mit Schnellschüssen. Und wenn sie 5 Minuten nach der Anhörung sagt, Gutachten interessieren sie nicht, Gutachten wären unterirdisch, sie zieht das jetzt durch, dann kann ich nur sagen, tut sie sich keinen Gefallen, tut dem Internet keinen Gefallen, aber tut letztlich auch dem Thema, um das sie sich annehmen will, auch keinen Gefallen. Und das Thema ist zu ernst, als es irgendwelchen Wahlkampfmätzchen von Frau von der Leyen, egal aus welchen Motiven heraus auch immer, zu opfern.